Liebe Pfarrgemeinde, liebe Schwestern und Brüder in Christus, wir feiern an diesem Sonntag und am kommenden Sonntag jeweils die feierliche Erstkommunion für unsere diesjährigen Erstkommunionkinder. Für mich das schönste sichtbare Zeichen für diesen Anlass ist es immer, wenn vor dem Altar hier in der Stadtpfarrkirche, wie heuer auch wieder, die Kerzen unserer Erstkommunionkinder um die Osterkerze in der Mitte aufgestellt sind. Für mich ist das eines der schönsten Bilder dafür, was Kirche ist, was Kirche in ihrem innersten Wesen ausmacht. Die Osterkerze steht für Jesus, den gekreuzigten Auferstandenen. Er ist der gute Hirte unserer Seelen, der sein Leben für die Seinen gegeben hat in seinem Sterben auf Golgotha. Die Eucharistie, die heilige Kommunion, ist die Frucht seines Lebensopfers am Kreuz. Sie ist das Unterpfand und die Speise, die Stärkung auf unserem Weg, der uns hinführen soll ins ewige Leben, in die ewige Glückseligkeit. Kommunion bedeutet vom Wortsinn her Gemeinschaft, Verbindung, Verbundenheit. So wie sich die Kerzen der Erstkommunionkinder um die Osterkerze herum zu einer Gemeinschaft formieren, so gilt es für uns alle als Getaufte und Gefirmte. Wir alle stehen in einer innerlichen, gnadenhaften Verbindung zu Jesus Christus. Und durch ihn stehen wir auch miteinander in dieser innerlichen Beziehung und Verbindung. Wir dürfen uns aber nicht damit zufrieden geben, dass wir dieses Gnadengeschenk empfangen haben. Jede Gabe Gottes bringt eine Aufgabe für uns mit sich, die wir mit ganzer Hingabe angehen sollen. Auf diese Weise wird wirksam und fruchtbar, was die Gnadengabe Gottes in sich trägt. Jedes Samenkorn in der Natur trägt seine Anlagen in sich, die es mit dem Keimen und Wachsen zur Entfaltung bringt. Entsprechendes gilt in der Ordnung der Gnade. Die Samenkörner der Gnade, die wir in den Sakramenten empfangen, sollen zum Keimen, Wachsen und Reifen gelangen. In der Natur braucht es den Regen, die Sonne, den Dünger, das Pflügen, das Bekämpfen der Unkräuter und Schädlinge. In der Ordnung der Gnade ist es analog. Es braucht das Gebet, es braucht das Lesen und Hören des Gotteswortes, die Beschäftigung mit der Heiligen Schrift. Es braucht den Gottesdienst, um Gottes Gnadensonne, Gottes Gnadenregen, um den göttlichen Dünger zu empfangen. Das Bußsakrament hilft uns, in besonderer Weise Unkraut und Schädlinge fernzuhalten. Die Bemühung um das Gute in Wort und Tat kräftigt das Wachstum, hilft uns festzustehen im Guten. Dennoch werden wir wie in der Natur die Erfahrung machen, dass es manches kräftig verhageln kann, dass es verheerende Stürme geben kann oder Trockenheit, die alles zerstören, alles Leben absterben lassen. Im Leben der Gnade kann es uns genauso ergehen. Stürme der Versuchung zum Bösen werden nicht ausbleiben. Die Sünde und ihre Folgen können alles in Frage stellen, unter Umständen alles zerstören. Aber Gott ist ein treuer Gott. Im Zeichen des Regenbogens hat er damals dem Noach versprochen, dass sich eine solche Katastrophe wie die Sintflut, die alles Leben zerstört auf der Erde, nicht mehr wiederholen wird. Dieses Versprechen Gottes gilt, es gilt auch im Blick auf die aktuelle Lage, im Blick auch insbesondere auf die atomare Bedrohung. Unser Auftrag bleibt aber schon das vertrauensvolle und hingebungsvolle Gebet. Gottes Treue gilt erst recht im Blick auf das Leben der Gnade. Gottes geradezu unstillbare Sehnsucht ist es, dass jeder Mensch zur Gemeinschaft mit ihm, seinem Schöpfer, findet. Jetzt schon im irdischen Leben und dann endgültig für die ganze Ewigkeit im Reich Gottes. Dafür hat Gott in der Lebenshingabe seines Sohnes auf Golgotha den ganzen Einsatz gewagt und gebracht. Von Gott her sind alle Voraussetzungen geschaffen. Der Weg in den Himmel, in die ewige Freude und Glückseligkeit steht uns offen. Aber Gott will uns eben nicht als Marionetten. Er zwingt und nötigt nicht. Er baut auf unsere Freiwilligkeit, auf unsere Liebe zu ihm, die nur aus freiem Willen entspringen kann. Deshalb kommt es ganz entscheidend darauf an, dass wir auf die Stimme des guten Hirten wirklich hören, dass wir es lernen, dieser Stimme zu vertrauen und ihr tatsächlich zu folgen. Vorhin haben wir es im Evangelium so gehört: Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben.
sie werden niemals zugrunde gehen. Das ist die Zusage Gottes schlechthin. Jesus, unserem guten Hirten, verdanken wir das Geschenk des ewigen Lebens, das Geschenk der heiligen Kommunion, das Geschenk der Gemeinschaft mit ihm und untereinander in seiner Kirche. Lassen wir uns nicht auseinanderreißen, nicht von Jesus trennen und nicht von seiner Kirche. Und selbst dort, wo jemand diesen Fehler macht, wird der Herr nicht müde werden, die Verlorenen in seine Herde zurückzuführen. Ihm dabei zu helfen, gehört zu unserem Auftrag, zu unserer Berufung. Achten wir aufeinander, dass uns niemand der Hand des guten Hirten und der Hand unseres himmlischen Vaters entreißt. Das Ziel, das uns erwartet, das für uns bereitet ist, ist unendliche Freude. Amen.